der nächste Civic Type A der letzte Honda ohne Elektrounterstützung? Eigentlich hatte Honda angekündigt, bis 2022 alle Modelle zu elektrifizieren. Gerüchten zufolge betrifft es aber nicht den Kompaktsportler. Demnach könnte die nächste Generation wieder mit dem 2-Liter VTEC-Motor des aktuellen Modells vorfahren. Wahrscheinlich ist ein kleines Leistungsplus. Derzeit leistet der Turbomotor 320 PS und 400 Newtonmeter. Wiederum ein anderes Gerücht spricht von einem Hybridantrieb, Allrad und bis zu 400 PS. Als bestätigt gilt aber die Tatsache, dass auch der neue Type A weiterhin von Hand geschaltet wird. Beim Design orientiert sich der Type A wieder an der neuen Generation des regulären Civic. Weniger kleinteilig, weniger eckig. Ein leicht veränderter Grill, größere Lufteinlässe an der Seite sowie rote Details und ein Flügel am Heck. Den Innenraum des Civic hat Honda bisher nur als Rendering gezeigt. Das Sportmodell dürfte das Cockpit mit den digitalen Instrumenten übernehmen. Allerdings bekommt der Type A wohl eigene Anzeigen, Sportsitze, den typischen Aluminium-Schaltknauf und die Innenraumfarbkombination Schwarz und Rot. Bis 2022 wird die Gerüchteküche aber noch brodeln. Denn erst dann wird der neue Honda Civic Type A offiziell präsentiert.